Das Konzept dieses Events ist, wir haben ja sehr viele Teilnehmer von fast allen Kontinenten, aus vielen Ländern, viele Integrationskurse, viele Geflüchtete und Zugewanderte und Neuberliner sozusagen, die oft Schwierigkeiten haben, Kontakt zu den Deutschen zu finden, weil sie in Gemeinschaftsunterkünften beispielsweise untergebracht sind oder in den Integrationskursen ja nur unter Migranten sind. Uns ist ganz wichtig, dass wir einerseits auch Ihnen das Signal geben, das, was Sie manchmal über den Bezirk hören, Marzahn-Hellersdorf, stimmt, das ist richtig. Aber wir haben auch ganz, ganz viele Bürgerinnen und Bürger, die mit Ihnen gemeinsam hier das Ankommen, das Willkommensein und aber vielleicht auch den Alltag austesten und mit Ihnen gemeinsam leisten werden. Deshalb möchten wir als Volkshochschule einen Ort und eine Möglichkeit bieten, dass Sie auch mit Deutschen, mit Anwohnern hier aus unserem Bezirk in Kontakt und ins Gespräch kommen, ja, und so eben Begegnungen ermöglichen und vielleicht können daraus auch Freundschaften entstehen. Ich sage es auch an der Stelle, ich glaube auch für viele deutsche Bürger ist es manchmal nicht einfach mit der Bürokratie, mit den Ämtern und auch mit der deutschen Sprache. Das ist ganz klar. Interkulturelle Begegnung der kulinarischen Art heißt letztendlich, dass die Zugewanderten, die Neuberliner sozusagen ihre Rezepte, Gerichte hierher bringen, gemeinsam kochen oder auch zubereitet herbringen. Eine Möglichkeit für kulturelle Begegnung, kulturellen Austausch auf einer ganz anderen Ebene bieten. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtswohn, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Mit den Integrationskursen, mit den Deutschkursen für Geflüchtete und mit den Erstorientierungskursen ist die Sprachintegration das eine, aber die gesellschaftliche Integration ist nochmal dazu gehört, mehr als einfach nur die Sprache zu kennen. Das Coaching für Newcomer in Marzahn-Hellersdorf, ein Projekt, wo Einzel- und Gruppencoaching für Geflüchtete vor allem mit Arbeitsmarktbezug stattfindet. Und ganz frisch haben wir auch einen Facebook-Auftritt von der Volkshochschule, wo eben auch wieder die Möglichkeit des Austausches, diesmal mit digitalen Medien, für Geflüchtete, für Anwohner eben gegeben wird. Ich will aber auch sagen, dass ich mich besonders freue, dass sehr viele von Ihnen auch manchmal ängstlich sind, auch manchmal denken, was bringt die Zukunft, und dann aber auch wieder auf Menschen, die hier im Bezirk sind, zugehen. Wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass wir auch für Sie, für Ihre Familien und für die Kleinsten, einige sind ja da hinten im Raum, gute Kita-Plätze, gute Ausbildung schaffen werden. Nun singt es und klingt es so lieblich und fein, wir singen die fröhliche Weihnachtszeit ein. Nun singt es und klingt es so lieblich und fein, wir singen die fröhliche Weihnachtszeit ein.